Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. Feuerberg! Oh mein Gott! Es ist alles schneeweiß hier, was soll denn der Scheiß? Junge! Mach keinen Scheiß, es ist alles weiß! Hey Rotmank Zigzags, ich habe es wirklich sehr geliebt. Eine Runde Mitleid. Okay, eine Runde Mitleid vorbei. Wisst ihr, um dem verstorbenen Pokémon deinen Respekt zu zollen? Ich sage jetzt mal einfach mal ja. Du musst immer sehr fürsorglich zu deinen Pokémon sein. Ich sag jetzt einfach mal nein. Oh Mann, Gott, eine alte Tante. Ich glaube, in ein paar Jahren ist sie auch hier begraben. Und hier gibt es Geist-Pokémon, wie zum Beispiel dieses Zwirlicht hier, was wir auch schon einige Male begegnet sind. Auf diesem Faden des Pyrobergs kreucht und fleucht alles Mögliche. Niemand kann sagen, was passieren wird. Dies ist für dich, es wird dir helfen. Schutzband. Verstärkt, soweit ich weiß, Geistattacken. Ich schaue aber mal nach, ich bin mir nicht so sicher. Item, tragen, kann wilde Pokémon abhalten. Ja gut, das brauchen wir allerdings nicht, wir haben ja den Rauchball. Aber besser ist nichts, ne? Positiv denken, einfach positiv denken, ein wildes Pokémon drauf auf. Oh mein Gott. Zwirrlicht. Warum gibt es hier keinen Zwirrklopp oder gleich einen Zwirrfinst? Das wäre mal eine Herausforderung. So wie diese Pokémon-Hack. Team Rocket Edition, das ist aber schon eine Herausforderung, dieser Hack. Für ein erstes Generationsspiel ziemlich schwierig. Die Erinnerungen an meinen lieben Ineko. Ich könnte weinen. Oh. Hey, suchst du nach Pokémon? Du bist mir hinterhergeschlichen, Fiesling. Ja, ich bin hinterhergeschlichen, genau. Ich habe dieses Let's Play nur gemacht, damit ich diesen Typen hier hinterher schleichen kann, genau. Nicht wahr, Mark? Mark schreibt mir doch mit C, oder? Naja, egal. Bestimmt gibt es auch einige, die Mark mit K heißen. Schade, dass Tropius kein Erdbeben kann. Das wäre jetzt so geil gewesen, ein Erdbeben und der Kampf wäre vorbei. Ich setze mal Ninja-Tom ein. Ich hoffe, Stolderer kann keine Gesteinsattacke. Ansonsten ist es Ninja-Toms aus. Um sicher zu gehen, setze ich einfach mal... Scheiße, wir können nicht angreifen. Stolderer ist ein Stahl-Pokémon. Und kann ja nicht vergiftet werden. Das heißt, unsere Taktik... Ja genau, setzt Brille ein, damit unser Pokémon ausgewechselt wird. Wobei, wir können ja immer noch mit Geheimpower angreifen. Toxin ist ja nicht unsere einzige Angriffsattacke. Aber Geheimpower zieht gar nichts ab. Na gut, danke, dass du mein Pokémon wechseln tust. Und was kommt? Perfekt, danke, Stolderak. Okay, danke. Hier, Doppelkick für dich als Belohnung. Mit vierfacher Stärke. Ja, nochmal, danke. Und schönen Tag noch. Kannst dein Pokémon gleich hier begraben. Level 32 für Ninja-Tom. Oh wei, oh wei. Tut mir leid, entschuldige bitte. Ja, und jetzt begrabe deinen Stolrak, Fiesling. Oh, jetzt habe ich den gedisst. Gedisst, ey! Ich habe den voll gedisst! Oh mein Gott. Was suchen zwei Ehepaare hier im Friedhof? Hm. Wahrscheinlich haben sie den Spruch, mögt ihr verheiratet sein, bis der Tod euch scheidet. Haben sie wohl ein bisschen zu ernst genommen und jetzt wollen sie hier versuchen, sich scheiden zu lassen, indem sie hier jetzt versuchen, ja, in den Tod zu gehen. Wir machen hier eine Mutprobe. Achso, na dann. Hey, wenn ich zeige, wie cool ich bin, wird sie sich sicher in mich verlieben. Besser, ich werde nicht vernichten. Was? Besser, ich werde dich vernichten schlagen. Dann bin ich echt cool. Tja, Coolness macht keinen coolen Menschen aus dir. Das ist nämlich in Wirklichkeit sehr uncool. Ich mit meinen Sprüchen hier immer unglaublich. Ich sollte vielleicht, keine Ahnung. Er bringt mir immer so Sprüche. Riecht Alexander Holt immer bei seinen Endplay-Reels. Genau. Er macht ja immer so die Sprüche manchmal. Läuft übrigens auf Sat.1, ne? Meinem Lieblingssender. Was vielleicht einige unter euch wissen, die mein Minecraft-Let's Play gesehen haben. Und jetzt wechselt zu Ninja-Tom. Ninja-Tom kann glaube ich nicht von Inikoro oder Voltenzo attackiert werden. Das heißt, wir sind hier mit Ninja-Tom perfekt ausgestaltet. So, ich hoffe, Voltenzo kann kein Biss. Gut. Perfekt, und jetzt
Schutzschilds und Schaufler. Dann sind unsere beide Pokémon geschützt für diese Runde. Und Voltenso hat wieder nicht getroffen. So, jetzt schaue ich nach. Cannabis. Er kann Schnüffler. Bringt ihn allerdings nichts, da er nur mit einem sehr effektiven Treffer unseren Nähtum killen kann. Und jetzt der Geheimpower. Und jetzt gehen wir in den Angriff über. Schaufler. Oh, Schaufler hat sogar gereicht. Hätte ich nicht gedacht. Na gut, Logok hat ja auch Level 36. Da ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass Schaufler ihn nicht killen wird. Oder? Ergibt es einen Sinn? Da ist es gar nicht so unwahrscheinlich. Das ist ein unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, ja. Da ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass das Pokémon jetzt stirbt. Das ist der richtige Ausdruck. Gott, ich sollte mein Deutsch trainieren. Aber ich bin doch ganz gut in Deutsch. Ich habe auch keine Ahnung. Okay, ich habe keinen Bock, gegen diese Geist-Pokémon zu kämpfen. Wie, ich habe keinen Bock, gegen diese Geist-Pokémon zu kämpfen. Hast du mich nicht zugehört, Zwielicht? Ey, schon wieder ein Zwielicht? Gibt es hier nur Zwielichts? Hier muss es doch auch Barnette geben, soweit ich es in Erinnerung habe, oder? Oder gab es die nur in der Saphir-Edition? Aber soweit ich weiß, gibt es die auch hier in der Rubin-Edition Banette, allerdings seltener als Zwirlicht. In der Saphir-Edition ist es wieder andersrum. Da findet man Schuppet häufiger als Zwirlicht. Habe ich, also glaube ich einfach mal, und habe ich irgendwie so im Gedächtnis drin. In meinem 100 Jahre alten Gedächtnis. Das auch bald hier begraben sein wird, okay. Dies ist kein Platz für einen kleinen Hosenscheiße. Was? Hosenscheiße? Steht echt Scheiße? Das ist ein Kinderspiel und da steht Scheiße, oh mein Gott. Okay, stellt euch mal einfach vor, Hosen wird hier da nicht dran stehen. Dies ist kein Platz für einen kleinen Scheißer wie dich. Ach, was für ein wunderbares Deutsch, oder? Und das in einem Kinderspiel. Jetzt weiß ich, woher die kleinen Kinder immer die Ausdrücke her haben. Die haben alle Pokémon Rubin, Smaragd und Saphir gespielt und haben diese Trainerin, ja, angesprochen und haben verloren. Und am Schluss haben sie gesagt, ach Scheiße. Okay, ich bereite jetzt einen Solarstrahl vor mit Sonnentag. Und jetzt, ah, Solarstrahl. Ich bin nicht der Überzeugung, dass dieser Solarstrahl one-hitten wird. Ja, sag ich genau. Nicht verwirren. Gut, die Chance, dass Tropius bei Psychstrahl verwirrt wird, beträgt 5%. Ist eigentlich eine Chance von 1 zu 20. Und tschüss, Kadabra. Du wurdest gesolarstrahlt. Camilla. Bist du die Frau von Camillo, dem Arenaleiter von Fausterhafen? Egal. Oh, ich habe mir in die Hose gemacht. Ja, das ist wohl die vulgärste Trainerin der in the History of Pokémon. Mein Training reicht noch nicht aus. Ich muss mein Training auf die Spitze treiben. Ich darf keine Zeit verlieren. Diese Trainerin ist pervers und vulgär. Nein! Lass mich doch schnell dieses Item holen. Die unglaubliche Atmosphäre der Berge hat meine psychischen Kräfte gestärkt. Ein kleines Kind wie du, du willst gewinnen. Träum weiter. Was seid ihr alle so gemein zu mir? Vielleicht gehe ich zu meiner Mami und heul mich aus. Wolf ist der ehemalige Bundeskanzler. Wie ist der Wolf? Habe ich glaube ich schon mal thematisiert in diesem, in einem anderen Let's Play. Minecraft war das glaube ich. Oder? Ne, das war in einem anderen Pokémon Let's Play. Keine Ahnung, in irgendeinem anderen Let's Play. Oder war es dieses Let's Play vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ein Noob, was meinen Let's Plays angeht. Ich schaue ja meine eigenen Let's Plays nicht. Ich schaue höchstens ein paar Mal rein, wenn ich interessiert bin und mal Lust habe, ein paar Parts von mir anzuschauen. Aber ansonsten schaue ich nicht wirklich meine Let's Plays an. Okay, Level 32 für Tropius. Ja, ja, Tropius levelt ganz gut eigentlich. Mit dem erste Stelle, an der ersten Stelle lassen. Ich vertiefe mich in Selbstmitleid. Oh, wann lernst du eigentlich Synthese, Tropius? Wahrscheinlich sehr spät, habe ich, glaube ich, im Gefühl.
Superschutz werde ich sofort einsetzen, da mir diese Pokémon hier, die hier auftauchen, auf die Nerven gehen. Wir haben im letzten Part auch einen Superschutz gefunden. Gut, hier scheint nur ein Trainer zu sein und der hat einen Hariyama. Mein Lehrer, bitte achtet auf meine Fortschritte. Ich bin nicht dein Lehrer. Hast du schon Halluzinationen? Wie diese Frauen da im Pokémon-Turm in Lavend... Okay, der hat kein Hariyama. Oder doch, vielleicht erst drittes Pokémon. Ich dachte eben, der hat nur ein Hariyama. Nur ein Hariyama und mehr nicht. Kein Trugschlag. Oder wie heißt die Attacke? Mogelhieb, genau. Kein Mogelhieb. Und... Bam, du wurdest von der Pflanze gefistet. Makuhita! Sieht irgendwie aus wie Rocco, das Makuhita. Ich frage mich nur warum. Mashok! Oh mein Gott. Der sieht aus wie... Die Arme erinnern mich irgendwie am Prototype. Und nochmal fliegen. Ich wollte schon Zauberblatt nochmal sagen, aber fliegen ist besser. Besteht zwar die Chance, dass Fliegen daneben geht, aber es hat nicht daneben. Es ist nicht daneben gegangen. Oh Gott. Es hat nicht. Mein Deutsch wird immer schlechter. Level 33. Ninja Tom. Wir hätten eigentlich unseren Ninja Tom auch einsetzen können. Na, ja, gegen Hariyama kann man es nicht einsetzen, weil Hariyama Abschlag vielleicht kann. Das wäre eine Katastrophe. Denn Hariyama würde dann das Item von unserem Ninja Tom stehlen. Und es würde Ninja Tom gleichzeitig besiegen und wir haben keine Möglichkeit mehr, dieses Item wiederzubekommen. So habe ich mal einen Lachsrauch verloren. Mein Lachsrauch. Ich vermisse es heute auch immer noch. Ich habe mal in der Siegestraße trainiert, ne? Hat mein Pokémon Lachsrauch getragen. Mein Sumpex war das, glaube ich. Dann kommt plötzlich ein Hariyama. Setzt Hochschlag ein. Ne, Quatsch, Abschlag. Mein Item wird voll. Ich verliere mein Item. Ich will es besiegen. Kommt Wirbelwind und mein Item ist endgültig weg. Also darauf müsst ihr in der Siegesstraße aufpassen. Mein Lehrer, bitte verzeiht mir. Ich bin nicht dein Lehrer. Ich bin nur ein 8 Jahre altes Kind. Mit einem kleinen Pokémon in der Hand. Nämlich ein Logok. Ich glaube, das ist die letzte hier. Kann das sein? Ich mag gruselige Horror-Dinge. Es ist wie eine Sucht. Sobald ich hier bin, stehen mir die Haare zu Berge. Bist du ein Emo oder sowas? Oder ein Vampir? Ein schwuler Vampir? Was? Pandora? Pandora Tomorrow, okay. So heißt das nächste Splinter Cell Let's Play von uns. Pandora Tomorrow. Kommt nach Splinter Cell. Das ist quasi die Nachfolge. Danach mache ich ein bisschen Pause mit Splinter Cell. Danach geht's mit Minecraft weiter. Nach Pandora Tomorrow geht's mit Minecraft weiter. Habe ich mir so vorgenommen. Und nach Minecraft geht's wieder mit Splinter Cell weiter. Und nach Splinter Cell geht's mit Team Fortress 2 weiter. Ich werde es dann als normales Let's Play starten. Und zwar wieder 100 Parts wie in Minecraft, weil 100 Parts völlig ausreichen für Team Fortress 2. Und ja. Also, Ankündigung, Team Fortress 2 wird bald weitergehen. Das heißt, ihr bald irgendwann mal wieder nach Minecraft. Und Minecraft wird weitergehen nach Pandora Tomorrow. Und Pandora Tomorrow wird gestartet nach Splinter Cell. Dieses Let's Play, was wir gerade offen haben. Und ja, ich würde sagen, schon fast halb fertig sind. Ich mache ja pro Level ein Part ungefähr. Habe ich mir vorgenommen. Naja, nehme ich mir heute auch immer noch vor. Allerdings bei den langen Leveln, da muss ich immer mal schauen, muss ich immer improvisieren, weil das Rennen immer so lange dauert. Und man hört auch das Rennen abgebrochen, weil ich glaube ich nicht genügend Arbeitsspeicher drauf habe. Keine Ahnung, ich bin kein Techniker. Falls ihr Techniker seid, korrigiert mich. Ich sollte Absol vielleicht wechseln, weil Absol ist verflucht! Ninja Tom. Ninja Tom ist gegen Kadabra perfekt geeignet. Na, Genesung. Das hatten wir auch schon mal im letzten Part, oder? Da haben wir zufällig auch gegen einen Kadabra gekämpft. Auch mit einem Ninja Tom. Und der hat auch ständig nur Genesung eingesetzt. Und dann habe ich sogar gesagt, Erholung kann man nicht auf Dauer einsetzen. Dabei hat er Genesung eingesetzt und habe mich... Das hatten wir doch auch schon mal, oder?
Oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Oh Gott. Nicht schon wieder. Das passiert mir jedes Mal. Nein. Ich hasse Synchro. Leck mich. Ich setze jetzt einen Beleber ein. Das tue ich mir doch jetzt nicht an. Soll ich einen Beleber einsetzen? Ich setze einen Beleber ein. Wir wollen ja hier Tom noch auch trainieren. Und das können wir ja nicht, wenn es ständig down ist. Down geht oder ist. Nein, wir haben kein Beleber dabei. Oh Gott. Ich bin vielleicht ein Held. Ich bin der größte Held nach Batman und Spider-Man. Oh Gott. Na gut, immerhin ist er noch vergiftet. Da bringt seine Erholung ihn nicht lange so viel. So, noch einmal Eisstrahl, wenn er keine Erholung einsetzt. Ey, ich meine Genesung. Habe ich vorhin schon wieder Erholung gesagt? Kann das sein? Egal, Genesung, Erholung ist ja eindeutig dasselbe fast. Beide Attacken heilen ja die eigenen KP. Bis auf das Genesung ihn komplett heilt und sogar noch den Statuswert ihn dafür aber einschließen lässt. Ich finde Erholung besser als Genesung. Und Welser erreicht Level 33 und Pandora Tomorrow hat man besiegt. Ich hasse Niederlagen. Und ich hasse es, wenn du mein Ninjaturm besiegst, alte Hexe. In Minecraft soll es ja auch bald Hexen geben. Habe ich im Wiki nachgeschlagen. Und die sollen in Sümpfen spawnen, was mich sehr ärgert, da wir in unserer Let's Play Welt an einem Sumpf unser Haus gebaut haben. Wenn ich hier bin, dann durchströmt mich eine seltsame Macht. Aber wir haben einen Braustand, also die droppen ja ein paar Tränke. Und ich glaube, da werden wir die Tränke ein bisschen besser nutzen können, wenn die Tränke fallen lassen. Die Hexen bei unserem Sumpfhaus mit unseren Schafen und Schweinen und Kühen. Die jetzt schon seit, wie lange haben wir Minecraft passiert? 2 Monate, glaube ich, sind es schon. Seit 2 Monaten warten die auf uns in ihrem Gehege. Und wir haben sie noch seit 2 Monaten nicht mehr gefüttert. Oh mein Gott. Wahrscheinlich sind sie jetzt schon tot umgefallen. Und ihre Kadaver liegen auf unseren Feldern. Und werden von Creepern gefressen. Meine armen Tiere, meine armen Schafis. Okay. Warum habe ich eigentlich Schaufel eingesetzt? Wäre Hitzekolli nicht besser? Egal. Diese Kratzer, die Stirnlogocken. Jetzt weiß ich, warum ich Schaufel eingesetzt habe. Weil Hitzekolle ja fast immer daneben geht, oder sehr häufig für die Verhältnisse von Hitzekoller, die nicht so ungenau sind. Was ist denn jetzt los? Logok, du musst doch treffen. Ich schaue jetzt nach, wie ungenau Hitzekolle ist. Das ist doch ein Krampf hier. Ein Knampf. Okay, mal schauen. Hitzekolle 90? Ich dachte 100. Egal. Ab der 4. ist es doch 100, oder? Oder komme ich da irgendwie durcheinander mit den Attacken? Aber 90, ich dachte es wäre 100, egal. Okay, ich hätte dann eine andere Attacke vergeben für Logok, wenn Hitzekolle immer so ungenau ist. Aber ich glaube, Feuersturm ist sogar auch noch ungenauer. Ich glaube, bei Feuersturm ist die Chance, dass es trifft, 80%. Die Macht ebbt ab. Die Macht ebbt ab. Bist du irgendwie ein Ausländer? Die Macht ebbt ab. Egal. TM30, was ist denn das jetzt? Was ist TM30? Das weiß ich jetzt überhaupt nicht. Irrlicht. Könnte Irrlicht sein. Irrlicht, es ist Spukball. Wenn die Überlegung für Ninja-Tom. Aber wir haben ja unseren Ninja-Tom auf einen Defender geskillt. Daher wäre Spukball eher, naja. Ja, könnte man ihm beibringen. Wenn man es so möchte. Ich werde ihn allerdings Spukball nicht beibringen. Ich glaube, hier ist es der richtige Weg. Das richtige Loch. Das richtige Loch muss man finden. Damit man ins unterste Stockwerk kommt. Was ist eigentlich? Dieser Grabstein ist irgendwie viel blasser als die anderen. Wahrscheinlich ist da ein legendäres Pokémon drin. Rotom. Okay, und hier geht's weiter. Wir haben einen Schutz eingesetzt, daher tauchen hier keine Pokémon auf, zum Glück. So, ein Stockwerk noch tiefer und dann erklimmen wir den Gipfel des Berges, des Pyrobergs. Das war hier eigentlich nur der Friedhof des Pyrobergs. Denn hier geht's noch weiter nach draußen. Gut gemacht eigentlich für damalige Spielverhältnisse eines Pokémon-Spiels. Dum, 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 dum.
Und das ist ein... Warte, ich hab's in Erinnerung. Es ist ein Supertrank. Verdammt! Ich hab's nicht in Erinnerung gehabt. Ich dachte, ich hab irgendwie in Erinnerung gehabt, dass es eine geile TM ist. Wertewechsel war es, glaube ich, ne? Ja. Wertewechsel. Na, Wertewechsel geht nicht mit Ninja Tom. Also wir können nicht mit Wertewechsel die Fähigkeiten unseres Ninja Toms irgendwie verschieben. Das funktioniert nicht. Das habe ich im Wiki gelesen. Netter Versuch allerdings. Dann könnte man sein Pokémon oder sein Zubiris, das keine Schwäche hat, einfach die Fähigkeit Wunderware geben und dann wäre es eigentlich fast unverwundbar. Ich sage fast bewusst, weil es immer noch durch Verwirrung, durch Gift und anderen fiesen Attacken gekillt werden kann. Und dann wieder ein volles Inventory. Was haben wir denn da? Wenn ich einen Brief sehe, raste ich aus. Kein Brief. Kein Brief. Wenn du leben willst, zeig mir keinen Brief. Wo ist der Brief? X-Treffer. Komm, schmeiß mir den X-Treffer weg. Ich weiß, ich bin zwar der Fan von X-Treffer, allerdings jetzt nicht mehr. Top-Drang ist noch besser. Ach, bin ich froh, wenn wir mal wieder die fünfte Generation spielen, wo wir unendlich Items tragen können. Ach komm schon, leck mich doch am Ast. Warum haben wir ein Tafelwasser? Wahrscheinlich wegen diesem Typen da. Okay, ich gebe es einfach mal ab, soll, damit wir es loswerden. Ah, hat sogar genau gereicht. Perfekt eigentlich. Und ein Top-Äther. Top-Äther. Verätet. Okay, hier gibt es viele versteckte Items. Hier auf dem Pyroberg. Hier ist, glaube ich, noch eins. Ja, genau. Ein Hyperball. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich habe es gut in Erinnerung, das ganze Zeug. Was man nicht braucht. Diese versteckten Items und so. Ich glaube, hier in den Grabsteinen sind auch noch welche. Wir legen einfach ein Item vor seinen Grabstein. Das geht doch nicht. Also, wenn ich mal sterbe, dann müsst ihr mir einen Pokéball vor meinen Grab legen. Ja, das ist eure Pflicht. Für alle Jüngeren unter euch, die unter 18 sind. Und wahrscheinlich länger leben als ich. Oder auch nicht. Mal schauen. So früh dürfen wir ja noch nicht denken. Vielleicht erst mit 40 oder 50. Mal schauen. Und hier sind die Team Magma-Wichser. Ich werde dir zeigen, wie unheimlich gruselig Team Magma sein kann. Ich habe jetzt schon Angst. Ich meine, überall ist Nebel. Eigentlich müsste dann so ein Nebeleffekt kommen, wenn es die vierte Generation wäre. Wo man Auflockern einsetzen müsste. Auflockern gibt es ja allerdings nicht. Was zu unserem, ja, was eigentlich ein guter Vorteil hier in dieser Generation ist. Es gibt kein Auflockern. Ist das nicht geil? In der vierten Generation muss man Auflockern einsetzen. Und hier gibt es gar keinen Auflockern. Weil die Macher sich gedacht haben, ey, scheiß auf Auflockern. Verschieben wir den Scheiß auf die vierte Generation. Und machen hier kein Auflockern rein. Auflockern ist Scheiße. Ich glaube, ich mache jetzt alles mit Absol. Unser Niederturm ist leider down. Aber es macht nichts. Diese Supers, die geben eh gar kaum Erfahrungspunkte. Das ist nicht allzu schlimm. Zubat schon wieder. Also du hast voll die abwechslungsreichen Pokémon, das muss man schon sagen. Das sind sogar Carpador-Kämpfe, nichts gegen deine Pokémon. Und du glaubst wirklich, du bist der Stärke Team Magmas gewachsen? Meine Antwort, ja. Mit dem Scheiß, was du da abziehst, glaube ich sogar auf jeden Fall. Okay, ist hier ein verstecktes Item? Nein, hier ist keins. Natürlich könnte ich den Detektor auch verwenden, aber das ist mir jetzt zu aufwendig. Jetzt hat die Item-Leiste aufzuöffnen, auf Beutel zu klicken, einen nach rechts zu scrollen, den Detektor anzuwählen und auf OK zu drücken. Das ist mir viel zu aufwendig und funktioniert eh nicht. Also, warum der Scheiß eigentlich? Schon wieder Zwillicht! Ich habe doch einen Schutz eingesetzt, oder ist der schon längst vorbei? Oder weil Zwillicht Level 30 hat. Ey, komm, leck mich doch am Arsch. Am Ast. Ich sag es, leck mich am Ast. Und mit dem Ast meine ich einen Ast. Einen Waldast. Ne, einen Ast, den ihr im Wald finden könnt. Oh mein Gott, meine Witze werden immer langweiliger. Aber was soll ich sagen? Es ist auch ein bisschen langweilig. Wie viele Pokémon Let's Plays habe ich schon gemacht? Da wird einem langsam langweilig, das ganze Zeug immer zu kommentieren. Ich glaube, ich muss mal eine Pokémon Let's Play Pause machen. Und stattdessen mal wieder Yu-Gi-Oh! Ja, Let's Playen. Ich setze jetzt einfach einen Superschutz ein. Wir haben zwar gerade einen aktiv, kann oder auch nicht. Aber ich will dieses Zink haben.
Dieses Zink ist wichtig. So, Zink her. Die Spezialverteidigung. Welches Pokémon braucht eine Spezialverteidigung? Nehmen wir Tom. Nee. Welches Pokémon wird häufiger von Spezialattacken angegriffen wie Psychokinese? Ich geb's mal Tropius. Oder? Nee, Logok. Logok ist Kampf und wird wahrscheinlich oft von Psychoattacken angegriffen. Da kann dieses Zink Logoks Leben retten. Also Leute, benutzt Zink. Zink rettet euer Leben. Was ist los mit dir? Wie kann ein kleines Kind schon. Was kann ein kleines Kind schon gegen uns ausrichten? Vieles. Es kann eure Firma vernichten. Ohne das Team mag man eine Firma? Ich sag einfach mal ja. Eine böse Firma. Manche Firmen sind ja in Real Life auch böse, wie zum Beispiel. Oh Gott, wenn ich jetzt einen Firmennamen sage, werden sie mich verklagen, wenn es amerikanisch wäre. Ich sage jetzt besser nichts. Ja. Das sind einfach die Firmen, die so sind wie Team Magma, sind die Firmen, die ihr nicht mögt. Ne? Also jetzt denkt euch eure Firmen aus, die ihr nicht mögt, und dann, dann sind die für mich Team Magma. Die Firma, die ihr nicht mögt. Weil ich hier keine nennen kann, weil das hier, ja, keine Ahnung, wie heißt dieses Wort da, das, völlig useless ist? Ruf, wie heißt Ruf? Rufmord, ne? Rufmord heißt es, genau. Dieser scheiß Rufmord. Ich hasse Rufmord. Ich mache jetzt Rufmord an dem Wort Rufmord. Ein Rufmord. Okay, fliegen. Habe ich den Spruch eigentlich her? Von Julians Blog habe ich das ganze Zeugs gerade her, genau. Oh Gott, ich klaue viel zu viel von anderen YouTubern. Das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Unterste Stufe. Unterste Schublade, würde meine Lehrerin mit sagen, meine frühere Lehrerin. Die hat immer gesagt, unterste Schublade. Und rein mit dem Krempel. Ab mit dir in die unterste Schublade. Wo du auch hingehörst, du kleiner Pisser. Hey, ich kenne dich vom Schürzberg. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Ja. Gut, ich glaube, du hast viel Arma 2 gespielt, diesen Mod da. Wie heißt der? Ich kenne ihn gar nicht. Ich kenne nur den Namen, das zockt mein Bruder immer. Arma 2. Und weiter weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es Arma 2 ist. Ich nehme Welser. Und ich mache mal das Kram auch ein bisschen nass. Weil es ein bisschen, ja, trocken aussieht, ne? Hat wahrscheinlich seit Tagen nichts mehr getrunken. Ich will nur helfen, ne? Wasser für die Welt. Bitteschön. Bedanken kannst du dich später. Okay, der nächste Gegner ist... Ach, schon wieder so ein afrikanisches Kind, das kein Wasser trinken kann oder mag. Hier, bitteschön. Okay, Kamaup, ja, warst du schon, der hat ja nur zwei afrikanische Kamaups gehabt. Ah, oh, schon wieder von einem Kind besiegt. Ich hab bloß, du wurdest auch von einem Dreijährigen geschlagen. Respekt, Respekt. Okay, hier ist nichts, hier ist auch nichts. Ich glaube, hier ist überhaupt nichts, okay. Dann auf der linken Seite noch schauen und dann... Also, der blockiert den Weg, okay, dann geht's nicht. Dann sprechen wir gleich Mark an. Ich tue schon wieder. Du bist ja sehr schnell auf die Spur gekommen. Uns auf die Spur gekommen. Aber jetzt ist es schon zu spät. Die blaue Kugel, die sich oben auf dem Pyroberg befindet. Ich mag sagen, sie gehört mir. Jetzt werden meine Visionen Wirklichkeit. Los, Mannschaft! Gryffindor City ist unser Ziel. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Wie konnten sie nur an die blaue Kugel gelangen? Die blaue und die rote Kugel dürfen nie getrennt sein, sie gehören zusammen. Eine Lebensgeschichte? Gut, nimm diese verbleibende rote Kugel an dich. Bitte folge diesem Schurken und bring die Kugel zurück. Rote Kugel erhalten! Mit der roten Kugel können wir Groudon auferwecken. Das war's schon, mehr hast du nichts zu sagen. Die rote Kugel, die ich dir anvertraut wurde? Was? Die rote Kugel, die dir anvertraut wurde. Und die gestohlene blaue Kugel.
Sie dürfen niemals getrennt werden, sonst passiert etwas Schreckliches. Ja, welches schreckliche Ereignis wird uns noch bevorstehen? Das wird man vielleicht in 10 Parts oder 20 Parts wissen, je nachdem wie schnell wir noch sind. Am Pyroberg legen wir die Geister der Pokémon, die von uns gegangen sind, zur Ruhe. Von hier aus hat man einen Überblick über die ganze Region von Höhen. Die körperlosen Geister der Pokémon finden hier ihre Ruhe. Es ist Fügung, dass du jetzt hier bist. Möchtest du meine Geschichte hören? Eine lange, sehr alte Geschichte der Höhenregion. Ja! Es geschah vor langer Zeit. Die Welt erhebte sich unter Aussetzungen von Pokémon des Landes mit den Pokémon des Meeres. Die Pokémon des Landes erschufen Meere und Kontinente. Die Pokémon des Meeres erschufen hohe Wellen und tiefe Meeresbrücken. Das Duell wütete ohne absehbares Ende. Die Welt wurde von erbarmungslosen Stürmen und unglaublichen Infernos heimgesucht. Die blaue und die rote Kugel setzten schließlich diesem Kampf ein Ende. Licht strahlte von beiden Kugeln und beruhigte die Kontrahenten. Die beruhigten Pokémon bargen sich in die Tiefen des Meeres und der Erde. Und eines Tages verschwanden sie. Die war gar nicht so lang, wie ich dachte. Na gut. Alle Sprachfehler gerade eben dürft ihr behalten. Und jetzt fliegen wir zurück nach Sega Sub City und schauen nach unseren Bären. Ich glaube, die sind schon ziemlich weit gewachsen. Und natürlich heilen wir unseren Nidotom, ist klar. Und dann geht's im nächsten Part weiter. Vielleicht mit dem Team Aqua versteckt, Team Magma versteckt. Ich sag immer noch Team Aqua vom Saphir Let's Play. Und sind sie reif? Bist du reif? Ja, sie sind reif. Yay! Amrioner Bären. Okay, jetzt haben wir 4 Stück. Okay, pflanzen wir die 4 einfach nochmal da rein. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 2 Bären Gewinn gemacht, oder? Wie viel hatten wir zuvor? 2, ne? Ja, wir haben 2 gepflanzt. Und wir haben unsere Anzahl an Amrioner Bären verdoppelt. Jetzt haben wir statt 2 jetzt 4. Und diese 4 werde ich nochmal wachsen, ja. Eher wachsen lassen ist ein gutes Wort. Hier wachsen lassen werde ich sehr genau. Und dann haben wir schließlich bald nicht mehr 4, sondern 4 mal 2 ist wie viel, liebe Kinder in der zweiten Klasse? 4 mal 2 ist wie viel? 2. Exakt. Das kann ich selbst nicht mehr rechnen. Okay, ich gehöre zurück in die Grundschule. 4 mal 2 ist 16 für alle Zweitklässler unter euch, die 1x1 lernen. Ich glaube, ich gieße nur einmal. Ich habe mal wieder immer noch nicht nachgeschaut, ob das irgendeine Auswirkung hat, wenn man sie mehrmals gießt. Aber ich werde es dennoch tun. Wir haben ja noch genügend Zeit, ne? Genügend. Vor allem genügend. Ey, genügend! Zeit, ey! Voll genügend! Das genügt! So, ja, also, was soll ich jetzt dazu sagen? Wir Bären werden wir gießen. Seht her, das ist der Bärengieß-Simulator 2012. Könnt ihr euch heute kaufen, ab sofort. Für 50 Euro, einen super Preis. Gießen sie ihre eigenen Pflanzen in einer schönen, botanischen Naturwelt. Da kaufe ich mir lieber Pokémon und gieße die Bären, denn das ist für mich der Emulator, der Pflanzengieß-Emulator 2012 für mich. Und in dem Fall 2003, weil das Spiel ist ja von 2003 eigentlich. Und jetzt beende ich diesen Part auch schon. Und im nächsten Part schauen wir nach, was wir machen können. Vielleicht Pokémon-Wettbewerb mal gucken. Ne, Pokémon-Wettbewerb können wir noch nicht machen. Wir brauchen erst 16 Amrinder-Bären. Bis dahin werden wir was anderes machen. Vielleicht Team Magma Hauptquartier, wenn wir soweit sind. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass wir das machen müssen. Also ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.